Western FIFA. Mit Abstand. Es gibt nichts Besseres. Seid ehrlich, es gibt nichts Besseres. Also herzlich willkommen bei Guten Morgen Bradom. Und heute mit den Gold 1 Rewards schafft man Messi zu sehen in den Player Picks. Wir haben 200 Carbacks. Schafft man den Fluch der 100 Carbacks, dem Fluch zu entrinnen, dort nie ein Walkout aufzumachen? Ja, glaube ich ja nicht so, aber viele andere Möglichkeiten haben wir. Ja. Und schauen wir mal, was heute so bringt. Wir haben auf jeden Fall noch vor, Stuani fertig zu machen. Machen wir auf. Wenigstens das da. La Liga Dots, schauen wir. Vielleicht haben sie da zumindest irgendwas, dass da coole Spieler drin haben. Irgendwas Cooles. Leute, schreibt mal rein, was ihr gehabt habt. Machen wir es einfach. Wir haben den ganzen Tag drauf gewartet. Am Donnerstag gibt es wieder was. Was ist das? Es ist ein Walkout. So, was ist das jetzt? Da komm. Es ist ein Ring. Frankreich! L.A. Van den Bele! Jawohl! Schau! Geil! GG Dominik! Wuhu! Fünfter Wigfoot den Bele! Wow! Wie geil! Wie geil! Was habt ihr aufgemacht? Ach scheiße, ich bin nett, was? Mit 12.000 Punkten ist man nett? Alter Schwede. Okay. Ich bin nur Rang 3 mit 12.000 Punkten. Wie krank ist denn das? Sorry. In 5 Minuten geht's dann weiter. Ja, das ist jetzt enttäuschend. Statt 10 Packs habe ich jetzt 2 Packs. Es sind zumindest die 2 seltenen Spielerpacks und die seltenen Goldpacks sind statt den anderen. Aber ich hätte halt, glaube ich, 8 Packs oder so bekommen. Das könntest du uns nochmal anschauen für Rang 2. Die seltenen Spielerpacks sind nicht die wichtigen. Aber trotzdem. Puh, machen wir mal eines auf einfach. Wäre cool gewesen, mehr Packs zu haben. Weil es halt trotzdem die Chance hat, weißt du? Das ist ein bisschen Enttäuschung jetzt da. Okay, Politano, 82er Karte. Das war jetzt nicht zu schlecht. Machen wir das zweite auf und dann kommen wir zu den 50er Sets. Was habt ihr für einen Rang erreicht? Ich hab dann einfach nichts mehr gespielt, weil ich wollte da nicht. Okay, da ist eine Leinwand. Also das mit 4 Packs wird es halt schwer, einen Walker zu ziehen, aber. Hey, Albiol, der ist zumindest ein guter Pick schon. Und dann schauen wir. Albiol ist super. Ich meine, das schaffen wir. Machen wir noch Back auf. So, seltenes Spielerback, 2 Stück. Ah, Walkout muss her, komm. Sei Walkout. Nein, schade. Aber das ist dann echt cool. So fürs Muscle. Herrera. Ein Menüspieler. Der wechselt da, gell? Der geht jetzt auch weg. Das ist schon fix, glaube ich, dass der den Vertrag nicht verlängert haben. Machen wir das zweite. Also die letzte von Rival Rewards, das war jetzt ein bisschen fehl. Ich meine, trotzdem. Walkout! Jetzt sei blau, sei blau, sei blau! Nein! Dann sei, weiß ich nicht, Ronaldo! So, nee! Jawohl! Den machen wir gerne auf. Der ist cool für SPCs. Das ist ein cooler Pick. Also, wenn schon kein blauer ist und kein mega Walkout, ist das auf jeden Fall einer von den coolen. Untrade natürlich, aber trotzdem cool. Vor allem eine Position, die man immer brauchen kann für SPCs. Deswegen kostet der viel mehr. Für einen 86er kostet der, wie wir sehen, 35.000 oder 30.000. Bin gespannt, was da heute noch passiert dann von den Preisen her. Was ein bisschen das Problem ist, dass wir jetzt da lauter Duplikate haben. Jetzt da. Boah, Leute, es ist soweit. Food Champions Rewards. Da steht noch nichts. Geht jetzt aber. Jawohl! Gold 1, Leute! Das zweite Mal heuer und vor der vorigen Woche habe ich es voll versammelt. Diesmal habe ich es geschafft, weil ich im letzten Spiel dann einen R9 eingesetzt habe und ich habe echt einen guten Spieler geschlagen. 200k-Sets. Ich wünsche mir einen Walker aus dem 100k-Set. So, Leute. Leute, nehmt euch nach. Wir wollen Messi, ne? Schau mal, also ich wünsche mir einen coolen Spieler, wirklich. Also wenn es schon Jordi Alba, wenn das drin wäre. Ben Yedder, das wären schon richtig geile Picks, wenn man einen davon. Also Ben Yedder, wenn wir den kriegen würden, wäre der absolute Trauma. Messi wäre unglaublich, wirklich. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber ich bin dafür, dass wir es heute schnell machen. Wir fangen gleich mit den. Messi kann man nicht in Worten beschreiben, ne?
Hat das Benzema und Oblak, aber das ist mega geil, Dominik. Machen wir's auf, komm, erster Pick. Was ist das? Oblak, Jordi Alba! Jawohl, ich nehme den Jordi Alba. Da ist er, weil er einfach besser reinpasst. Der Oblak ist zwar nice, aber ich brauche keinen Goalie unbedingt und Jordi Alba passt perfekt. Ich weiß es nicht, wie gut der Maradona ist. Ronaldinho ist, glaube ich, ziemlich cool. Du hast Oblak als besten? Ja, hast sonst noch einen Speaker? Also, ich nehme ab. Also, Jordi Alba ist besser als Oblak einfach. Aber Oblak ist halt vom Rating höher, aber. So, letzter Pick. Letzte Chance auf Messi, oder? Ja! So, jetzt. Ah, Ben Yedder noch, hä? Huh? Komm, Ben Yedder. Ist okay. Aspas ist jetzt nicht Ben Yedder, aber ist okay. Schade. Wieder Oblak, okay. Ja, aber hast du noch einen anderen guten? 4-4 aus der Ding. Aber ich glaube, der Aspas ist der Beste und Aspas ist jetzt auch voll okay. Für die Wochenaufgabe wäre super. Messi und Suarez aus Gold 1. Ja, das zahlt ja aus dann. Inglesis und Santi Gonzolas. Ja, ich hab da Parejo, ne? Ich weiß nicht, ob der gut ist. Aber ich glaube, der Aspas ist der klare Pick da. Das passt voll. Also ich habe zwei gute Picks. Ich habe zwei voll solide Picks. Da gibt es gar nichts zum sagen. Welche von den zwei Karten findet ihr cooler? Und ich glaube, man kann einen Aspas absolut spielen. Schaut euch seine Werte an. Ich glaube, er hat 30er Weakfoot, das ist das Problem. Und 30er Skills. Aber ansonsten schaut er richtig cool aus. Ja, passt. Zum Verein. Das war mega geil, Leute. Und ich gratuliere an den, der Messi aufgemacht hat und so alles, aber da bin ich weit weg. Nein, ich bin super happy, wirklich. Das waren wirklich zwei absolut solide Picks. So, jetzt haben wir. So, Leute, 200k Packs schaffen wir es, als ersten Walkout, glaube ich, heuer aus dem 100k Set zu machen. Ich weiß ja nicht. Ich sag's euch, ich kann es mir nicht vorstellen, aber wir hoffen jetzt einfach. Wir hoffen auf den Beneda oder Messi einfach jetzt aus den Packs. Ist es ein Walkout? Nein, ich sag's, es ist unmöglich. Ist nicht einmal Leinwand, oder? Doch, aber es ist wieder 84er oder 83er sein, bestenfalls. Ja, 84er Laporte. Ich hab maximal 84er aus 100k Packs. Das sind bei mir die allerschlechtesten Packs immer. Also die 100k Packs sind zum Schmeißen leider bei mir. Siehst du, 84er, gratuliere. Ja, wir haben aber Spanier, zwei. Was ist denn der Rudi? Ist der noch so viel wert? Der Rudi war so viel wert jetzt da und weiß nicht warum. 100k Pack. So, letzte Chance auf einen Walkout. Wie gesagt, ich werde keinen Walkout drin haben. Es ist unmöglich. Ich werde wahrscheinlich einen 83er Spieler drin haben. Es sind 100k Packs und es gibt einen Fluch der 100k Packs bei mir. Und es ist einfach unmöglich, einen Walkout aufzumachen. Und es wieder. Das ist ein Walkout! Der erste! Sei blau! Nein! Aber es ist mir wurscht. Walkout. Also in Form. RM, passt schon. Irgendein scheiß 84er wahrscheinlich. 86er, Ziganov. Wurscht, Walkout, unter Inform. Nehmen wir. Das ist das Beste, was wir haben können. 100k Packs. Rakitic hat zwei Walkouts. Ernsthaft? Geil. So, und jetzt wünsche ich mir. Weißt du, was ich mir jetzt noch wünsche? Mein Diop ist auch dabei. Dieser 77er Diop, gell? Ich hab den viermal drinnen gehabt in 10 Packs von den Upgrade Packs. Geil. Weil der ist super für das Ding. Wenn du einen Ramos machen willst, braucht man den eh. Cool. Also, das war jetzt voll okay. Zwei Walkouts in Summe. Das waren okay Rewards. Also, dass man nichts. Dass man keinen Trotz aufmachen, war halt, ist halt so. Aber ja, cool. Bele, Triple Meister, so best! Guerrero, auf mit dem Bele macht einen Trick und haut einen Ball! Ah, der war mit dem falschen Fuß und Fallrückzieher! Oh, das habe ich drückt, den Fallrückzieher, L2! Jawoll! Best macht's Tor! Best macht's Tor! Wuhu! Schau das Tor an, da! Da ist gut hingegangen und dann muss er weg und dann Fallrückzieher, best! Zack! Mega geil. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, Leute. Ich hoffe, ihr habt gute Rewards gehabt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und schauen wir mal am Abend, was es hier gibt. Vielleicht haben wir ja Glück mit den Rewards.
Vielleicht haben wir Glück. So, ja, geniale Dots. Ich kenne zumindest einen, der den mäßig gezogen hat. GG auf jeden Fall am Rap Cup. Freu dich. Genieß den Tag, hey, hast du es da verdient. Und ja.